So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe. Ich würde sagen, wir machen jetzt durch Suche innerhalb von 10 Sekunden nach dessen Landung eine Vorratslieferung. Und am einfachsten ist es halt wirklich in Gruppenkeile, weil da landen einfach die meisten Vorratslieferungen. Also einfach ziemlich in der Zone bleiben, gucken, wo die runterkommen. Die sind eben auf der Karte markiert, auf dem Boden auch, und dann einfach so schnell wie möglich hingehen. Weil ich habe eben schon ein paar Runden Gruppenkeile gespielt und habe schon gemerkt, auf einmal sind sie wieder alle fixiert auf die Vorratslieferung. Also das dürfte eigentlich kein Problem sein. Und dann können wir auch gleichzeitig, denke ich mal, schon die Aufgabe machen mit den legendären. Weil man soll ja in drei Matches drei legendäre Waffen aufheben, dürfte eigentlich dann auch kein Problem sein. Wenn ich euch schon mal mit der Info helfen konnte, lasst gerne ein Like da, Kommentar und ein Abo, würde mich natürlich auch sehr freuen. Wie gesagt, uns fehlen noch 6 Abonnenten zu den 50. Dann gibt es den fünften Paysafe-Code, die fünfte Paysafe-Code-Zahl. So, gerade mal alle stumm schalten. So, jetzt bleibe ich aber doch mal länger in der Luft. Weil, desto länger man in der Luft ist, desto eher weiß man, wo die Zone ist. Wir werden bei Tilted, sag ich mal, rausspringen und dann uns erstmal nur gleiten lassen. Und dann schon direkt die erste Vorratslieferung zu sehen. So. Bam, 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 bam. Sagen, jetzt springen wir raus. Lass uns aber noch einfach gleiten. Ah, Loot Lake. Also ab nach Loot Lake runter. Weil da werden halt die ersten Loot Drops fallen, beziehungsweise Vorratslieferung. Gerade mal hier schon mal eine Kiste mitholen. Ich finde, die Woche hier ist irgendwie schwer mit Zeit. Alles ist auf Zeit. So, dann werden wir mal ziemlich an dem Dings bleiben. An dem Riss. Weil dann können wir nämlich auch direkt zum Loot Drop hin. Na gut, wenn du die MP nicht willst, ich will sie haben. Oh, da hat wohl einer direkt schon versucht, die Aufgabe zu machen. Mit dem schnell Kisten öffnen. Aber wie gesagt, mit den Kisten öffnen habe ich ja gesagt, hier ist die beste Lösung. So. Was haben wir noch hier rumliegen? Ach, hier kann man ja noch gar nicht so fliegen. Zack. Trinken wir den auch noch. Dann müssten eigentlich jetzt langsam die ersten Kisten kommen. Bauen wir uns schon mal eine kleine Rampe ans Feuer, an den Riss. Wie gesagt, den Tipp kann ich euch halt auch nur ans Herz legen bei den Riss, und dann, wenn gleich die Loot Drops kommen, können wir auch direkt schon hingehen. So, wir kamen ja von hier. Siehst du, da sind sie schon. Ich gehe aber an den hier. Zack. So. Weil hier ist nämlich eigentlich keiner. Und versucht ihn direkt schon vom Himmel zu schießen. Zack, zack. Einfach sagen als getan. Och nein. Ist das dein Ernst? Oh. Auf jeden Fall, ihr müsst halt vom Himmel schießen, dann ist er schnell da unten. Der Trottel musste ja auch jetzt da kommen, ne? Ja, hier werden safe schon welche sein. Da müssen wir den nächsten abwarten. Holen wir uns hier erstmal gerade Loot. Aber so in etwa muss es halt ablaufen.
noch zwei drin. Das war natürlich jetzt ärgerlich. Hätte nämlich das perfekte Beispiel sein können, aber dann muss der Trottel mit seinem Scheiß-Roboter da kommen. Beziehungsweise der Roboter muss auch dann unbedingt auch da landen. Hin. Er wollte nur den Roboter. Ach, da hinten. Er probiert 100 safe direkt da rein. Ach, er baut sich erstmal wieder eine Festung, man kennt es ja. Hä? Ist er abgehauen? Tatsächlich. Aber da ist schon der Loot-Drop, jetzt weiß ich, wo der hin will. Scheiße! Gar nicht mitbekommen. Idiot. Ich habe das aber auch nicht gesehen auf der Map. Ah, er hat den Loot-Drop bekommen. Dun, 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 dun. Wäre mir lieber gewesen als der Kill. Ganz ehrlich. Dun, 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 dun. Ich muss auf der Map aufpassen jetzt. Jump Pad ist hier keins. Ich habe mal hier wieder alles verbaut. Ich baue mir hier mal eine Rampe. Dann. Jetzt kommen nicht alle hier hin. Du hast schon einen, lass mir den. Lass mir den bitte. Och, nicht schon wieder. Ja, leck des Todes. Och Mann, ey, was ist das denn hier für eine Runde, ey? Ist echt total nervig. Ah, der ist auch schon gelandet. Oh, so viel zum Thema. Kurz bevor wir da sind, geht der natürlich auf. Ich kotzen im Strahl, ey. Ja, ist derselbe von eben. Die könnten ruhig mal alle aus der Lobby rausgehen, ey, ohne Quatsch. Sind nur noch 27 in der Lobby, beziehungsweise 26. Da werde ich ja wohl einen Loot-Drop bekommen. Am besten. Ah, super. 800 Kilometer weit weg. Ach, bitte lass
mich stehen kriegen, wenigstens. Nein, keine Munition mehr. Ohne Worte. Nein, zu spät. Der hat auch schon eben einen bekommen. Was will er denn jetzt schon dabei? Mann, 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 Mann. Das kann doch nicht so schwer sein, echt. Also es kommen genug runter, nur man muss auch Glück haben. Jo, zwei Hits und der dritte passt nicht. So, jetzt sind nur noch 26 in der Lobby. Könnte vielleicht jetzt bei mir mal ein Loot Drop runterkommen. So, die nächsten kommen runter. Nein. Hundertsechzig Schaden und es bringt nichts. Ich kriege noch nach. Bitte. Ach, danke. Ach, das Ganze müssen wir dreimal machen. Das erklärt auch, warum wir so oft den Scheiß. Ach, ja, lustig. Hahaha. Aber ihr habt es halt jetzt gesehen. Und das Ganze müsst ihr halt dreimal machen. Aber es könnte halt interessant werden bei dem Chaos hier. Oder ihr habt Glück und habt eine Lobby, die leer ist. Ah, den Lootrop holt er sich da. Ja. Oder doch nicht. Weil er nicht richtig hingeht. Er war schneller als ich. Ah. Wo ist er? Manchmal ist Gruppenkeile schon anstrengend, ganz ehrlich. Langsam müssen die doch mal alle ihre Vorräte haben, ey. Gut, ich muss ja nicht reden. Mir geht's ja genauso. So, da haben wir den zweiten. Kills sind noch, also vielleicht haben wir Glück und ich krieg noch einen hin. Ja, der wird schon runtergeholt. Oh. Mann, warum immer ich?
Komm, einen würde ich gerne haben. Ich glaube, da ist gar keiner. Schneller! Nein! Der eine wurde auch noch nicht aufgemacht. Schafft noch eine Chance? Ne, schaffe ich nicht mal 99. So, wie gesagt, ihr habt ja gesehen, wie ihr die Vorratslieferung bekommt. Und wie ihr seht, es ist auch nicht so einfach. In dem Sinne würde ich schon mal sagen, danke und haut rein.